Das Berliner Olympiastadion, ein historischer Ort. Und eine historische Chance für Eintracht Frankfurt. Wir begrüßen die Mannschaften vom FC Bayern München und von Eintracht Frankfurt. So, jetzt liegt der Ball da für Lewandowski. 6, 7, 8 Mann Mauer. Lewandowski bringt den Ball rein. Latte, draußen, kein Tor. Erste gute Möglichkeit für die Bayern. Der Ball geht an den Fingerspitzen vorbei von Radetzky, an die Unterkante der Latte, aber springt vor die Linie. Die Eintracht hat zu Beginn Glück, kommt aber immer besser ins Spiel. Und dann die 11. Spielminute. Rebic, 16 Meter, Schuss, Tor, 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 Tor! Ante Rebic, 1-0, Eintracht Frankfurt aus dem Nichts. Da ist das Tor gefallen für die Eintracht. Spielminute, Ante Rebic, die Hessen führen hier, ich werde irre, Ballgewinn im zentralen Mittelfeld, Boateng blitzschnell auf Rebic, der startet zwischen Süd und Hummels durch, zieht ab auf 16 Metern, Ulreich ohne Chance, 1-0 für Eintracht Frankfurt, ein absoluter Wahnsinn. Die Eintracht völlig überraschend in Führung. Doch die Bayern reagieren. Haben Riesenchancen zum Ausgleich. Verfehlen das Tor mehrfach knapp. Verzweiflung auf der Münchner Bank. Zur Pause bleibt es beim 1-0 für Frankfurt. Für das Team von Niko Kovac aber bislang nicht mehr als ein romantischer Zwischenstand. Und die Befürchtungen vieler Eintracht-Fans, dass jetzt die Bayern kommen, bestätigen sich. Jetzt die Möglichkeit, Flanke nach hinten, Möglichkeit für die Bayern, Tor! Tor durch Robert Lewandowski! 1-1 der Ausgleich! 54. Spielminute. Und das war klasse herausgespielt, über die rechte Seite, das 1-1. Und jetzt beginnt das Pokalfinale von vorne. Das Tor kam jetzt ein bisschen aus dem Nichts für die Bayern. Jetzt braucht Eintracht Frankfurt Charakter. Alle denken natürlich, wenn Bayern ein Tor macht, brechen wir ein. Aber wir sind nicht eingebrochen. Wir haben Herz gezeigt und wir sind weiter nach vorne. Wir haben angegriffen. Erst einmal aber hat die Eintracht erneut Fortune. Hummels an die Querpalken. Mann, Glück für die Frankfurter. Mats Hummels schraubt sich nach oben und dusselig diesmal die Eintracht-Abwehr. Da waren sie überhaupt nicht sortiert. Es bleibt beim 1-1. Alles offen. Dann die 82. Spielminute. Schon wieder eine Konterchance, Hummels. Oh, wieder Rebic. Laufduell-Sieger gegen Hummels. Rebic! Tor! 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 Für die Eintracht! 2-1! 9 Minuten vor Schluss! Ante Rebic. Zu schnell für die Bayern-Abwehr. Rebic schneller als Hummels, als der Nationalverteidiger. Schüttelt den ab wie eine lästige Fliege, wie eine lästige Hummel. Und hebt den Ball über Ulreich ins Tor. 2-1, Ante Rebic. Und Frankfurt eskaliert. Und die Bayern gucken dusselig aus der Wäsche. 7 Minuten vor Schluss führt die Eintracht mit 2-1. Was für eine Dramatik hier in diesem Olympiastadion zu Berlin. Ich werde irre. Doch noch ist es nicht vorbei. Es läuft bereits die Nachspielzeit. Ball schwebt da rein. Ulreich wäre da gewesen. Noch einmal Alaba. Torentfernung 20 Meter. Mit rechts schießt er an den Strafraum. Und eine Chance von Wagner. Und jetzt protestieren sie. Nicht abgepfiffen. Und wieder alle Ball Zweier. Letzte Hoffnung. Schiedsrichter. Wir haben noch 45 Sekunden in der Nachspielzeit. Abraham ist beim Schiedsrichter. Und was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Raufereien. Worum ging's denn eigentlich bei dieser Geschichte? Ball kommt in den Strafraum. Und Boateng, oh ja, haut dem Martinez um den Fuß weg. Haut ihn um. Und das ist eigentlich ein Elfmeter für den FC Bayern München, wenn man es genau nimmt. Und jetzt kommt der Griff ans Ohr
von Schiedsrichter Felix Zweier. Das wäre und der jetzt, Wahnsinn. Das wäre der jetzt Wahnsinn. Gucken wir mal, was passiert in diesen letzten Sekunden der Nachspielzeit im DFB-Pokalfinale im 75. Der Griff ist am Ohr, der Finger ist am Ohr. Es gibt ein Kommando aus Köln und jetzt gibt es den Videobeweis. Die Anspannung auf dem Höhepunkt. Bange Momente. Kippt das Spiel jetzt doch noch? Zweier in der Review-Area vor diesem Fernseher, wo er sich die Szenen alle angucken kann. Ganz, ganz, ganz gespannte Stille in diesem Olympiastadion in Berlin. Felix Zweier wird womöglich mit seiner Entscheidung dieses Finale mitentscheiden. Das ist sein Job. Jetzt hat er die Szene, er sieht die richtige Perspektive. Dreht sich jetzt um, geht in Richtung Spielfeld. Was macht er? Er sagt Ecke. Kein Elfmeter für den FC Bayern München. Diesmal also kein Bayern, sondern Eintracht Dusel. Aus dem dann diese Aktion resultiert. Und das ist die Chance, das Ding hier zu entscheiden. Und das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung für Eintracht Frankfurt. Von jedem Einzelnen genau das, was er sich mal erträumt hat. Eines der schönsten Gefühle meines Lebens. Gacinovic allein unterwegs Richtung Tor. Das Tor ist leer. Gacinovic läuft und er läuft.